Innovation ist die Contichrom. Zusammen mit dem Schweizer Unternehmen Chromacon haben wir ein Hightech-System entwickelt, mit dem in der Forschung Biomoleküle endlich deutlich effizienter und umweltfreundlicher isoliert werden können. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Labor und Sie möchten eine Substanz, ein Biomolekül auftrennen, wie zum Beispiel einen Antikörper. Und dafür können Sie das Contichrom-System einsetzen. Und das Besondere an dem Contichrom-System ist, dass Sie die Probe, die Sie aufgeben, optimal aufreinigen können. Das heißt, Sie kriegen mit der gleichen Startmenge Probe, die Sie haben, mehr Ihrer Zielsubstanz raus. Mehr Zielsubstanz und reiner. Und zwar ungefähr um 50% Verbesserung für beide Faktoren, also Ausbeute und Reinheit. Das Besondere an dem Trennverfahren im Contichrom-System ist, dass ich mit zwei Säulen arbeite. Und bei diesen zwei Säulen ist es so, dass ich nach dem ersten Durchgang alles, was ich nicht als wertvoll weiter nutzen kann, auf die nächste Säule gebe und nochmal die gleiche Aufreinigung mache. Und dadurch, dass ich zirkuliere, kriege ich fast alle Probe, die im Ansatz ist, kann ich isolieren und damit weiterarbeiten. Das ist sehr wichtig im Labor, weil diese Startsubstanzen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Antikörper reden, über Antikörperherstellung zur Impfstoffherstellung, ist das eine sehr teure Startsubstanz. Wir stellen hier im Haus in Berlin-Zehlendorf alle Gerätekomponenten selber her. Hier wird montiert, hier wird getestet. Und anschließend versenden wir die Systeme weltweit. Es ist so, dass in der Zukunft alle Menschen ihren Nutzen haben werden. Denken Sie an Impfstoffe, die immer wieder weiterentwickelt werden müssen. Denken Sie an Kosmetika und Nahrungsergänzungsmittel. All diese Inhaltsstoffe und Substanzen können mit der Contichrom künftig besser isoliert werden und stehen dann auch für neue Produkte zur Verfügung.